Montag, 18.12.2017, 0.11 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Brandet-Schandl-Teaser, Sebastian Piñera hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Der 68-jährige Kandidat der Oppositionskoalition wird damit die Nachfolge der sozialistischen Staatspräsidentin Michelle Bachelet antreten. Piñera kam nach Auszählung von 99,9% der Stimmen auf 54,6%, der Mitte-Links-Kandidat Alejandro Gillier auf 45,4%. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte-1, der Journalist und Soziologe Gillier erkannte seine Niederlage bereits an und gratulierte Piñera zum Wahlsieg. Auch Staatschefin Bachelet wünschte Piñera in einem Telefongespräch Erfolg für seine Präsidentschaft. Der konservative Unternehmer Piñera war schon von 2010 bis 2014 Präsident Chiles. Mehr über das erstaunliche Comeback des Tollpatschigen-Milliardärs lesen Sie hier. Die erste Wahlrunde am 19. November hatte er bereits für sich entschieden, er muss stehe aber in die Stichwahl. Piñera kam auf 37% der Stimmen, sein Konkurrent Gillier auf 23%. Nun forderte Piñera seinen unterlegenen Rivalen zur Zusammenarbeit auf, um vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten zu schützen. Das Regierungsprogramm Gilliers enthalte sehr gute Vorschläge, sagte er. Wahlberechtigt waren 14,3 Millionen Chilenen. Die Beteiligung lag bei knapp unter 50%. Der Amtsantritt des neuen Staatschefs in dem südamerikanischen Land ist für den 11. März 2018 vorgesehen.